Hallo liebe Schüler, heute geht es um Vierecke, aber die Überschrift haben wir noch nicht. Die sollt ihr selber rausfinden. Ich habe vier Vierecke mitgebracht und eines dieser Vierecke gehört nicht dazu. Normalerweise macht man das immer so, man überprüft Eigenschaften von Vierecken, um drauf zu kommen, welche sie denn gemeinsam haben. Zum Beispiel kann man eben diese Eigenschaften mit Streckenlänge, Winkelmaße, Diagonale und Symmetrie überprüfen. Dann findet man vielleicht bei diesen Vierecken hier heraus, was sie gemeinsam haben, und damit fällt dann wahrscheinlich ein Viereck heraus, das eben diese Eigenschaft oder diese Eigenschaften nicht hat. Euer Arbeitsauftrag ist jetzt: Ihr habt das Blatt von mir bekommen. Wenn ihr es nicht bekommen habt, einfach nochmal hier hinschauen, ausdrucken. Unter diesem Link bekommt ihr dieses Arbeitsblatt nochmal. Dann schneidet ihr die Vierecke so aus, dass man sie noch erkennen kann, also dass die Linien noch da sind, und dann überprüft ihr das Ganze einfach. Ihr könnt das Ganze ins Heft kleben oder legen und dann macht ihr euch Notizen drunter. Welche Gemeinsamkeiten haben sie? Welche Unterschiede haben sie? Und dann notiert ihr euch, welches dieser Vierecke gehört denn nicht dazu. Und dann treffen wir uns nächste Stunde und dann werden wir eure Ergebnisse auswerten. Bis dann, tschüss!